Damit man mir nicht nachsagen kann, ich halte euch nicht am Laufenden, kriegt ihr von mir jetzt eine kleine Einweisung in das aktuelle Shooting. Wie manche von euch vielleicht schon wissen, plane ich momentan das Lara Croft Shooting. Dazu kommt die Eva Maria morgen zu mir ins Studio. Wir haben relativ viele Leute dabei. Wir haben einen Kameramann, der Making-of für euch filmt. Wir haben eine Visagistin, der die Eva schön schminkt, beziehungsweise noch schöner schminkt. Und wir haben natürlich die Carina dabei, die mir wiederum beim Licht hilft und die so der kleine Engel im Hintergrund ist. Hier jetzt kriegt ihr mal ein Update zum Studio, wie und was momentan alles aufgebaut ist, damit ihr euch mal schon vorweg ein kleines Bild darüber machen könnt, was morgen geplant ist. Also wie gesagt, wir befinden uns hier in meinem Studio und ich werde euch jetzt einfach mal eine Runde mitnehmen. Gehen wir mal raus. So, also momentan ist das hier alles aufgebaut. Wir haben zwei Sets aufgebaut, es sieht ein wenig chaotisch aus. Es wird auf jeden Fall, wie gesagt, zwei Sets geben. Einmal ein Set, wo unsere Lara Croft die Wand entlang läuft und ein Set, ja, da bin ich mir selber noch nicht ganz sicher, ich gebe es offen ehrlich zu, ich habe auf jeden Fall da schon mal so eine Versorgungskiste gemacht, die von einem Fallschirm, die an einem Fallschirm gehangen ist oder gehängt wurde oder so. Naja, ihr wisst, was ich meine. Und die haben wir jetzt einmal so aufgebaut. Vor schwarzem Hintergrund, der leicht angeleuchtet wird. Ich möchte, dass das eine Gegenlichtsituation wird. Das heißt, ich werde hier aus der Hohlkehle auf diese Kiste schießen. Die Laura wird davor stehen, beziehungsweise die Eva wird davor stehen in ihrer Kluft. Und was die dann dort macht, werden wir noch sehen. Es kommt auf jeden Fall Licht von hinten. Die Studioblitze, was ich für das zweite Set hier benötige, stehen noch nicht. Die stehen momentan noch hier im ersten Set. Und das ist auch relativ aufwendig. Das erste Set habe ich jetzt in meine Hohlkehle gebaut. Ihr seht hier schon ein paar Requisiten. Da sind ein paar Speere aus der Wand, ein paar Lianen haben wir aus dem Wald geholt. Fackeln und Taue und Seile. Dieses Brett hier an der Wand ist sehr wichtig. Die Lara wird nämlich, ich versuche das jetzt einmal, nein, ich werde es nicht demonstrieren, sie wird auf jeden Fall auf diesem Seil hier hängen. Wir haben da oben überall Haken in die Decke reinmontiert, dass wir sie dann wirklich auch mit dem Klettergurt sichern können. Der wird dann rausretuschiert, beziehungsweise das Seil, an dem sie dann wirklich gesichert wird, wird rausretuschiert und durch dieses Seil hier ersetzt. Ihre Beine werden hier an dieser Wand verankert, sodass sie nicht wegrutscht, dass sie fein im Sitzgurt drinnen hängt. Sie wird sich an dem Seil halten und mit der rechten Hand wird sie dann mit einer Pistole an mir vorbei, am Betrachter vorbeischießen. Ich stelle jetzt einmal die Kamera so hin, dass ihr ungefähr seht, in welchem Blickwinkel dann auch das Shooting vonstatten geht. Wir haben mehrere Lichter hier im Bild, die dann später eingefügt werden. Diese Fackel hier, die brennt jetzt natürlich noch nicht da. Die habe ich so gemacht, als würde da das Wachs schon runtertropfen. Die wird ein sehr helles Licht ergeben und da die Lara in diese Richtung hier mit einer Pistole schießen wird, werden wir da auch noch ein Pistolenfeuer haben, das auch noch sehr hell ist. Das Ganze muss sehr viel Dynamik haben, das Bild, sie läuft also diese Wand hier entlang und währenddessen schießen die Pfeile, diese Speerspitzen dann aus der Wand raus. Werden wir mal schauen, wie das hinhaut. Ich habe hier, haben wir ja vorbereitet, ein paar Referenzbilder zurechtgelegt und da habe ich eben das Bild gefunden. Ich weiß nicht, ob man es jetzt gut erkennen kann. Bei denen schwingt sie, bei uns wird sie die Wand entlang laufen. Ich glaube, das wird ganz cool. Rein zur Technik. Wir haben eine große Softbox hier als Fülllicht aufgebaut, die einfach die Wand hier ausleuchtet, dass man da auch noch Stimmung hat. Es wird sehr viel dann im Nachhinein mit Photoshop gearbeitet. Darum versuchen wir jetzt eher alles relativ gleichmäßig und hell auszuleuchten. Die Schatten und die Lichter kann ich später dann viel besser einmalen im Photoshop. Wir haben ein Hauptlicht, das ist ein sehr hautes Licht, hier von meinem Beauty-Tisch. Und ein Reflektor, der die Lara noch ein bisschen im Gesicht anstrahlen wird. Also dieses ganze Fülllicht, was hier noch in den Reflektor fällt, fällt dann nur auf sie. Mal schauen, ob es dann wirklich beim Shooting auch so ist, ob wir es so beibehalten werden. Jetzt zeige ich euch noch, was sonst noch so kleine Details am Rande.
Den haben wir noch den Kollegen. Den habe ich gestern gebaut. Und das gesamte Waffenarsenal. Das ist eigentlich alles vom Sitzgut über die Schaufel. Mal schauen, was wir morgen alles brauchen werden. Da haben wir noch zwei Waffen. In Summe einfach super. Ich freue mich tierisch drauf. Und ich hoffe, dass das ein geiles Shooting wird. Aber werden wir sehen, bin mir ziemlich sicher. Also ich halte dich am Laufenden und ja, ich melde mich dann schon wieder morgen mit einer Zusammenfassung und hoffentlich schon Making-of, wie das ganze Shooting vonstatten gegangen ist.